Wir sind da. Ich freue mich so, Sie zu sehen, Wildfang. Sie war schon immer nett und wir kennen uns schon sehr lange. Aber eins muss ich dir sagen: Das letzte Treffen lief nicht so berauschend. Vielleicht hegt sie immer noch einen Groll gegen mich. Es ist ja nicht meine Schuld, dass ich kein Blatt vor den Mund nehme. Wenn man ehrlich ist, macht man sich nicht nur Freunde. Manche verliert man vielleicht auch. Aber jetzt sind wir ja alt. Also alles Schnee von gestern, wie es so schön heißt. Kommst du mit? Warum nicht? Perfekt. Olga, du bist immer noch die Alte, meine liebe Freundin. Immer noch so cool. Astrid. Jetzt lernen wir sie ihren Namen. Mein lieber alter Astrid. Es freut mich, dich zu sehen. Und dass du deinen alten Panzer hinter dir gelassen hast. Hast du das vielleicht dieser reizenden Dame hier zu verdanken? Du bist die neue Seelenfrau, nicht wahr? Albert hat allen erzählt, dass Charon ersetzt wurde. Dein Name ist Stella, richtig? Wenn ich daran denke, dass es sich meine Haarbürste geliehen hat und nie zurückgegeben hat. Nun ja. Welche Haare? Ich hoffe, deine neue Beschäftigung lastet nicht allzu sehr auf deinen zarten Schultern. Du kannst auf meine Hilfe zählen, meine kleine Dame. Aber jetzt erzähl mir doch mal, was führte dich hierher, Astrid? Wie du schon gesagt hast, ich bin wieder hier. Zuerst wollte ich dir einen kleinen Besuch abstatten. Du weißt schon, wieder auf dem Laufenden zu sein. Wie geht's dir und deinen Schwestern? Oh, du weißt schon, Irina konzentriert sich weiterhin auf ihr Studium. Und Marsha hat ein neues Hobby: Stricken. Sie meint, das würde gegen Stress helfen. Nicht, dass sie jemals etwas richtig Stressvolles getan hätte. Aber sie strickt schöne kleine Fausthandschuhe für den Winter. Klein. Du sollst sie auch mal besuchen. Oh, und Astrid. Ja? Du wirst nicht glauben, was ich neulich gehört habe. Was? Frau Shoeberry erwartet ein Kind. Schon wieder. Was? Ich kann es nicht glauben. Ja. Und weißt du was? Bob ist nicht der Vater. Nein! Cool. Tolle Anspielung. Gleich meine Star Wars Anspielung reingebracht. Das kann nicht dein Ernst sein. Unglaublich. Ja, sie wusste schon immer, wie man Jungs anlockt. Wo wir gerade von Jungs reden. Ich habe gehört, Giovanni ist zurück. Und zwar von einer verlässlichen Quelle. Gio. Oh, das ist der gute alte Tratsch. Giovanni ist zurück. Wer hat dir das erzählt? Wo? Wann? Nun, wenn du interessiert bist, kann ich auch noch tiefer graben. Aber bist du es? Interessiert, meine ich? Ja. Nein. Nein, es ist mir egal, was er tut. Ich möchte es nicht wissen. Er kann machen, was er will. Wie du möchtest. Aber weißt du was? Ich werde meine Quellen überprüfen und dir schreiben. Für alle Fälle. Jetzt, da du eine gute Gesellschaft reist, weiß ich, wo ich dich finden kann. Sicher, gut. Aber keine Eile. Ich bin froh, dass Stella mich gefunden hat und ich möchte Zeit mit ihr und ihrer Crew verbringen. Olga, Schatz, willst du ihr zeigen, was du tun kannst? Bin mir sicher, dass deine Hilfe sehr geschätzt werden wird. Aber natürlich. Weiter zur Hauptattraktion. Komm her, kleine Dame. Bin zwar sehr als Wesen, aber nicht sehr weise. Ja, ein bisschen wie Astrid. Aber ein paar Dinge kann ich schon tun. Eine Spezialität ist Geduld. Ein Spinatpuffer, aber dafür wollen wir jetzt gerade nicht reden. Wenn du genau hinsiehst, erkennst du drei Vertiefungen auf meinem Rücken. Du kannst du Baumstämme, Erz oder Steine pflanzen. Aha. Dann wartest du. Du wartest, bis ich wieder auftauche. Und wenn ich wieder zurück bin, sind deine Stämme oder Steine zu Bäumen oder abbaubaren Felsen herangewachsen. Das ist nicht wundervoll? Ich kann dir meine Geheimnisse nicht verraten, aber eins musst du wissen. Es ist normal, wenn sie nach Erdbeeren duften. In Ordnung. Na los, spring auf meinen Rücken, kleine Dame. Aha.
Eine kleine Rückentour. Schwarzkohle, Schiefer, Kalkstein. Kalk an Boden. Der Kalk hat so eine Menge. Stella, komm mal her, schon unterwegs. Ich freue mich, dass du mich gerufen hast, gefunden hast mit Funk. Und ich bin froh, dass wir den armen Seelen der Fabrik helfen konnten. Die Arbeiter haben etwas Besseres verdient. Die Führungsschicht wird sich nie ändern. In der ausgemachte Saubande sind eigentlich genau wie wir. Weißt du, sie tun nur so, als seien sie uns überlegen, weil ihre Geldbörsen voll und ihre Häuser groß sind. Ja, mir ist klar, dass nicht alle reichen Leute den Tod verdient haben, aber ich konnte nie hinnehmen, wie die Arbeiter behandelt wurden. Ausgebeutet, erniedrigt, nur wegen ihrer Herkunft. Ist unfair und ungerecht. Und ich werde bis zu meinem letzten Atemzug für sie kämpfen. Bist du fertig? Wunderbar. Ich werde wieder für eine Weile abtauchen. Mach dir keine Sorgen. Sobald du was gepflanzt hast, vollständig geerntet werden kann, werde ich wieder auftauchen. Pass bis dahin auf dich auf und deine Passagiere. Stella. Auf Wiedersehen und bis bald. Das Bild ist wirklich immer wieder für Überraschungen. Gut. Jetzt immer wieder neue Sachen. So ein Pech. Sie hatte einiges zu sagen, nicht wahr? Lässt sich ständig über andere aus. Sie war schon immer eine Plaudertasche, aber ich werde nicht über sie urteilen. Und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber ihre Augen sind etwas gruselig. Beängstigend und liebenswürdig, keine Frage. Aber gruselig. Denke, sie sollte mit jemandem darüber reden. Und genug über sie. Vielen Dank, dass du mich zu ihr gebracht hast, Wildfunk. Das weiß ich wirklich zu schätzen. Es ist immer so viel los. Davon kann ich nie genug bekommen. Und was sie über diesen Giovanni gesagt hat, nun ja. Weißt du was? Nicht so wichtig. Damit können wir später noch ausführlich reden. Jetzt möchte ich dich nicht damit langweilen. Bis später, Stella. Okay, das war ja mal was. Hier wird's ja wirklich nie langweilig. Ach du schon wieder. Ja, komm, warte. Wird mal das nächste Ziel ansteuern. Mich zurück zur Werft. Ja, will ich dasselbe nochmal. Cool, wie sie ist. Die Komböse. Ja, da müssen wir nochmal. Müssen wir nächstes Mal nochmal irgendwie dann.
müssen wir gegen Trainer rasen. Was ist nun los? Duschen wieder. Der Baum ist gewachsen. Jetzt ging schnell. Ein bisschen Elfenerz anpflanzen. Nicht daneben hauen, das tut sonst weh. So, sehr schön. Können wir dann mal. Weiter geht's. Ich hoffe, die hätte uns jetzt nicht alle 2 Minuten fest. Was nur schon wieder. Das ist nicht einmal eine Gießerei. Spürst du die Hitze und Wildfang? Riechst du das flüssige Metall und die schweren Maschinen? Hier wird gezaubert. Dort drinnen werden wir wundervolle Dinge erschaffen. Lass uns hineingehen, damit ich dir alles erklären kann. Was für eine Maschine. Oh wow. Sly, eine Gießerei ist erstklassig. Eine bessere hätte ich auch nicht bauen können. Sehr beeindruckend. Ich werde dir die Grundlagen erklären. Dann mal an die Arbeit. Das kennen wir, das haben wir ja schon gemacht. Machen wir es doch mal mit Kupfer. Oh Gott. So nicht. Stehst im Weg. Sehr gute Arbeit. Oh Stella, wenn doch nur alle Metallarbeiter, mit denen ich es zu tun hatte, so Talent haben. Du wirkst so klein und schmächtig, aber du bist wie eine erfahrene Schmiedemeisterin in der Gießerei herumgedüst. Ich bin so stolz auf dich. Es ist eine hervorragende Maschine. Und ich bin mir sicher, dass du sie gut nutzen wirst. Wenn du nichts dagegen hast, werde ich sie selbst auch hin und wieder verwenden. Alles klar. Ach so, ist abends oder was? Also nur bei der Werft. Ja, tatsächlich. Schön, dass wir das alles schon gemacht haben. Deswegen habe ich es durchgeskippt.
Ah, jetzt können wir das erweitern. Oder können wir? Nee, ich brauche da brauche ich noch Geld für. Arg. Okay, dann würde ich mal sagen, machen wir uns dann mal auf die Suche nach den Orten, wo wir die, wo die Geld hier die Währung finden können. Nicht genügend hatten. Wir müssen mal hier in die Quellenfelder rein, da mal ein bisschen Dinge sammeln. Die Währung hier. Aber erstmal gießen. Da kümmern wir uns mal um die Fahrer hier. Mal auch pflanzen. Schlafen die schon? Wird's jetzt Nacht oder was? Was zu essen, wie wäre es denn? Ich glaube nicht, dass das essen sollte. Niemand sollte das essen müssen. Stimmt, das hat ja nicht mal Arthur hat es gegessen. Und dann hat es riesigen Hunger und Umarmung. Katze wird auch gestreichelt. Wie war es nochmal? So. Oh. Katze streicheln. Wer schnarcht denn hier so laut? Na, wer wohl? Achso, nee, er schnarcht ja gar nicht, er hat geduscht. Haben wir den Duschen erwischt. Er hat doch immer Hunger. Scheiße, konnte letztes Mal nichts essen, das wusste ich doch noch. Wieder machen. Das ist immer das Beste. Umarmung für alle. Ja, ganz genau, das kriegen wir auch mal hier hin. Eine Umarmung für dich, Juli. Im Chat. Fühl dich geknuddelt. Ah, stimmt, den haben wir ja auch seit letzten. Hallöchen, der hat keinen Hunger. Umarmung. Es ist nicht Atul. Ich wollte, das ist ja. Ist auch. Ja, ich wollte auch dich umarmen, aber. Ja. Du bist mit dem Kaffee. Danke, Wildfunk. Und eine Umarmung. Oh. Schade. Wie sieht es mit dir aus? Hunger hat sie, aber am Arbeiten ist so. Ah. Summer. Ja, sofort. Wir wollen dich doch nicht verhungern lassen. Und eine Umarmung. Zum Glück ist da keine Würgeschlange. Das wäre ein bisschen. Und du? Du verhungerst die, während du Seide machst.
Gut, Kaffee zum satt werden. Es wird auch nicht alt. Ein bisschen Reis kochen. Du bist mal fertig. Gut, dann fahren wir mal los. In den nächsten Strom hinein. Gewichtsgelee und Beeren trimmen. Wir legen ab. Du machst sie noch weiter. Achso, ja, hier. Nee. Bleibst du hier. Ich lass dich hier nicht hungern. Du kriegst ein bisschen Reis. Und Umarmung. Der Schaf kriegt auch was zu essen. Braucht's gar nicht. Beschert werden muss auch nicht. Alles klar. Und noch mehr Reis. Bald da. Hier sind wir. Auf geht's. Schon wieder. Ja, ich habe genau darauf zugesteuert. Es ist wieder soweit. Die Quallen stehlen das ganze Licht. Genau wie sie mir jede Hoffnung gestohlen haben. Ich werde mich nie daran gewöhnen. Und ein Teil von mir denkt, dass alles meine Schuld ist. Gut, du kannst wieder dein Ding machen. Bist du bereit dafür? Jo, sammeln wir ein bisschen Geld. Und die sind hier unten. Ich war da oben. Und jetzt Glimms. Glimms sind doch hier die Währung, die wir brauchen, oder nicht? Gar nichts zu machen. Den brauchen wir noch zum Schiff verbauen. Hier geblieben. Verdammt. Hier oben ist wohl nichts. Die grünen Glimms zu bekommen ist auch wichtig. Das brauchen wir als Baumaterial für Sachen. Wir benutzen das Geld. Das war's. In der Post. Fugaverführung. Der Newsletter. Der Newsletter ist da. Furugawa-Führung. Grüße aus Furugawa. Erlebe die Wunder der Natur. Du kannst jetzt an einer Führung durch das Städtchen teilnehmen. Wundere die Läden, besuche unser Schrein. Genieße Sehenswürdigkeiten. Jetzt sind Furugawa verfügbar. Aha. Jetzt müssen wir hier erstmal ein bisschen gießen. Vielleicht die nächste Ausgabe des Newsletters oder was ist da los? Der Reis ist fertig. Hm.
Brief von Ulda. Aha. Ein Brief von Olga. Astrid, als wir uns über den neuesten Klatsch austauschten, habe ich vergessen, dir etwas zu geben. Das habe ich in einer Zeitschrift gefunden. Und du musst an mich denken. Pass genau auf zu deinem Stil und deinem Feuer. Ich habe Gerüchte gehört, dass dein Ehemann sich im Iwashima-Hinterland aufhalten könnte. Vielleicht solltest du dort nachforschen. Ich höre mich weiterhin um. Deine alte Freundin Ulja. Aha, ich sehe schon. Mhm. Eine Zeitquest eröffnet. Ein Brief von Olga. Das ist zu lieb von dir. Mhm. Olga wusste etwas über Giovannis Aufenthalt. Das Iwashima-Hinterland, wirklich? Mhm. Oh, okay. Dann sollten wir uns dort mal umsehen. Und was? Inspiration für ein Haus? Für mich? Wie aufmerksam. Ob das noch Platz hat hier auf dem Schiff? Das Schiff müssen wir unbedingt vergrößern. Ich kann es nicht abstreiten. Olga kennt mich einfach zu gut. Ja, so ein schönes Zuhause würde mich in der Tat sehr glücklich machen. Und es ist immer nett, wenn man weiß, dass jemand an einen denkt. Ich meine, du hättest natürlich auch selbst auf die Idee kommen können. Und keine Sorge, ich weiß ja, wie beschäftigt du bist, Wildfang. Mit deiner Aufgabe erzählen, wer froh und so weiter. Ist in Ordnung, ich mache dir keine Vorwürfe. Und so wie ich dich kenne, wirst du diese heimliche Kajüte so schnell wie möglich bauen. Du bist schließlich sehr erfinderisch. Vielen Dank, Stella. Ich kann es kaum erwarten. Da geht die Sonne unter, während wir quatschen. Da kommen wir nach vorne nicht lang. Mit Hochlanden, wo war das? Da können wir auch nicht rein. Die Iwashima und was war das? Kurugawa, da gibt es die Führung. Hier waren wir noch gar nicht. Können wir vielleicht auf dem Weg hier mal und dann hier war das. Wo wir das neue Haus bauen können, müssen wir aber das Schiff erneuern. Ich bezweifle, dass das hier noch drauf passen wird. Astrids Bungalow. Das könnten wir uns leisten. Dann passt das hier drauf. Das ist schon gigantisch. Sieht echt nicht danach aus. Da müssen wir erstmal das Schiff vergrößern. Ja, neue Samen. Bescheidene Bleibe, hat sie gesagt. Das Ding ist riesig. Ja, sie ist aber ein riesiges Viech. Hast du die mal angeguckt? Das ist schon. Guckt, wie groß die ist. Die füllt hier das Gästezimmer rein für sich. Vielleicht geht's in den Strom.
Und wir bleiben stehen wegen der Nacht. Okay, da gehen wir ein bisschen hoch. In die Höhe, mal extrem gebaut. Ich hoffe, können wir dann mit dem Schiffsupdate das Schiff wieder vergrößern. Ja, dachte ich mir. Eine Makrele. Schwarze Tiger-Makrele.